Mega City. Ja! Ab in die Verlängerung. Es war 3-0. Jawohl! Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal Game Axel. Heute kommen wir zu einer neuen jedes Transferangebot annehmen Challenge. Und zwar werde ich heute mit dem BVB jedes einzelne Transferangebot annehmen müssen. Ja. Ich darf Verträge verlängern. Spieler darf ich allerdings nur im Winter kaufen. Ja, relativ simpel. Lasst einen kostenlosen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich verlängere kurz die Verträge. Ich muss ja keinen auf die Transferliste setzen, es werden eh alle Transferangebote angenommen. Und dann melden wir uns, wenn ich verkauft habe. Ich darf erst im Winter neue Spieler dann verpflichten. Natürlich muss ich auch im Winter jedes Transferangebot annehmen, das ist natürlich klar. So, wir sind in der letzten Stunde abgekommen und bitte, ja, Adeyemi bleibt. Ich hatte das Angebot schon angenommen, aber er ist nicht durchgegangen, zum Glück, der Deal war keine Zeit mehr. So, dann zeige ich euch, was so passiert ist. Wir haben ein Transferbudget von 438 Millionen Euro. Mein Verein, es wurden verliehen. Papadopoulos, Lotka, Bino Gittens, Meier, Wettchen wurde verkauft, Mukoko, Brunner, Maris Wolf, Bamba, Hummels, Haller, Mahl, Durinville, Emre Can, Niklas Süle und Niklas Füllkrug. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, aber guckt euch mal diese Mannschaft an. Ich stelle mal noch die beste Mannschaft rein, aber was ist das? Ich muss mit einem fucking Adeyemi im Sturm spielen. Ich hab... Ah, deswegen sind die dieses am Ende alle nicht durchgekommen. Ich habe keine Ersatzbank mehr. Zum Glück. Also, ich habe 60er auf der Bank. Das wird gar nichts. Ich kann ein paar aus der Jugendakademie hochziehen. Hier habe ich ein paar Spieler. Vieira. So, dann simulieren wir aber auch in den Winter und dann geht's dann richtig los. So, im Winter angekommen, schauen wir erstmal, wie lief's denn überhaupt bis jetzt. Das schauen wir jetzt mal nach. Ich bin noch im Amt. Wir haben 34 Punkte und sind damit Dritter hinter Frankfurt und Bayern. 4 Punkte auf die Bayern, das ist absolut okay. VfL Bochum und Freiburg auf den Abstiegsplätzen. DFB-Pokal sind wir nicht mehr drin. Was sind wir da geflogen? Gegen Wiesbaden haben wir gewonnen. Gegen Augsburg. Naja. Also der KSC hat Bremen und RB Leipzig rausgeschmissen und spielt jetzt im Derby gegen Stuttgart. Gut. Ah, Champions League. Fast hätte ich vergessen. Champions League sind wir in der K.O.-Runde. Wir sind nicht weitergekommen. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben halt 2-0 gegen PSG gestartet und dann 2-0 gegen Milan verloren, dann 3-1 in Newcastle gewonnen, 2-0 gegen Newcastle gewonnen, 3-1 gegen Milan verloren und 3-1 gegen PSG verloren. Was ein Scheißdreck. Lass uns doch unentschieden am letzten Spieler gegen PSG spielen. Spielen wir in der Europa League gegen Betis. Dann lass uns wenigstens die gewinnen. Bitte. So, jetzt werden neue Spieler verpflichtet. Das glaubt ihr gar nicht. Alles rein da. Ich investiere alles in supergeile Stars. So, endet der Transferphase angekommen. Und ich zeige euch einmal unsere Transfers. Einmal haben wir Marco Reus leider an Galatasaray Istanbul verkaufen müssen. Dann Thiago Almada kam als Ersatz für Julian Brandt. Er ist jünger, hat dafür auch nur eine 81. Ja. Brandt für 53 Millionen zu Chelsea, Kamara für 1 Million zu Nizza, Salah kam für 80 Millionen von Liverpool, Goretzka kam für 60 Millionen von Chelsea, Kim-Min-Jae kam für 85 Millionen von Bayern, Van Dijk kam für 66 Millionen, Schlotterbeck ging für 49, Heung-Min-Son kam für 60 Millionen, Maatsen kam für 3 Millionen und Metscher, Kevin De Bruyne kam für 90 Millionen, Papadopoulos ging, Lotka ging, Bino Gittens ging. Die ganzen hatten wir schon. Ja, damit zeige ich euch einmal die Mannschaft. Das ist die unsere Mannschaft. Son jetzt im Sturm, Almada auf der 10, Adeyemi links, Goretzka, De Bruyne und Salah.
Riasson, Kiminier, Van Dijk, Madsen und Thor Kobel. Die Ersatzbank lässt zu wünschen übrig. Sancho die Leihe habe ich leider abbrechen müssen, weil ich hatte kein Geld mehr, ihn zu kaufen. Und dann lasse ich mal lieber den jüngeren Adeyemi spielen, der auch sehr gut talentiert ist. Transferphase ist vorbei, wir haben noch 19 Millionen. Ich simuliere ans Ende der Saison. Zur Erklärung, nächste Saison wird auch noch durchsimuliert, aber ohne Transfers. So, Ende der Saison ist erreicht. Schauen wir auf die Tabelle. Wie lief es denn so? Wir wurden Zweiter. Ein Punkt vor Frankfurt, 16 hinter Bayern. Passiert. Okay, DFB-Pokal sind wir schon rausgeflogen. KSC im Halbfinale hat Stuttgart geschlagen. Yes! Fliegt dann 1-0 gegen Frankfurt, gegen den späteren Sieger raus. Und das ist eigentlich auch absolut okay. Dann Relegation. Düsseldorf steigt auf, Augsburg ab. Champions League gewinnt Manchester City. Und jetzt bitte Europa League. Bitte, 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 bitte. Liverpool gewinnt gegen Manchester United. Liverpool gegen Barca. Man United gegen Benfica. Hey, wo waren wir? Wir sind 1-4 gegen Barca rausgeflogen. Ach du Scheiße. Scheiße. Ja, ansonsten gibt es eigentlich keine Wettbewerbe. Das ist unsere Mannschaft. Kobel auf einer 90. Der ist krank. Ja, ich muss noch schnell zum Stürmer ummoden. Boom. Geht es sogar auf 88. Ja. Gut, dann simuliere ich noch ans Ende der nächsten Saison. Und dann schauen wir mal, was aus unserer Mannschaft geworden ist. So, wir sind jetzt auch am Ende der zweiten Saison und ich bin mittlerweile bei Schalke 04 gelandet, denn sie haben mich direkt am 16. Juli, noch bevor überhaupt die Vorbereitung begonnen hat, entlassen. So, wir schauen mal. Schalke ist 12. geworden. Finde ich so auf jeden Fall super. Stuttgart 7. Hoffenheim 6. Leverkusen 5. Leipzig 4. Okay, jetzt komm. Please, please. 1. Scheiße. Dortmund 3. 76 Punkte. Bayern auch 76 Punkte. Frankfurt 79 Punkte. Also uns fehlen 3 Punkte zur Meisterschaft. Schade. So. Die Mannschaft können wir jetzt leider nicht mehr anschauen. Wir können uns diese Mannschaft anschauen. Jetzt bin ich wahrscheinlich rausgegangen. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt sehr gerne in die Kommentare. Lasst sehr gerne einen großen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Positives Feedback. Würde ich mich freuen. Like. Videovorschläge immer gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.